Let's do some German Duolingo. What do I have here? Okay, we have the last part of future and start. Wir werden unser Leben verbessern. We will improve our lives. Wir werden den Artikel verbessern. Ich werde 4 auswählen. Ich werde 4 auswählen. I will select 4. Mit dem Ups. Wind werde ich dich nicht hören. Dann Wind werde ich dich nicht hören. Mit dem Wind werde ich dich nicht hören. Ich werde die Schere morgen benutzen. I will use the scissors tomorrow. I should have turned it off. Er wird mich hören. Ich werde es öffnen. Wir werden es ihm ermöglichen. Wir werden es in Wir werden es ihm ermöglichen. ihm Wir werden es ihm ermöglichen. will empower him, so we will allow him to do it. We'll make it possible for him. We'll make it possible for him. Ich werde dich nie benutzen. We will never use you. Ich werde es öffnen. Ich werde es öffnen. I will not hear you with this wind. Ich werde dich bei dieser Wind nicht hören. Now the question is, if wind is der oder die. I'm not really sure mit diesem. So mit diesem. Bei diesem should be also fine, but with this wind, so direct, if you use the direct translation, it would be mit diesem wind. Ich werde dich mit diesem wind nicht hören. Sie wird es ermöglichen. Sie wird es ermöglichen. She will make it possible. When will you determine the day? Wann wirst du das Datum oder den Termin? Das Datum. Determine. Herausfinden. Festlegen. Festlegen. Wann werdet ihr das Datum festlegen? Wir werden ein neues Fenster auswählen. Wir werden ein neues Fenster auswählen. He'll choose one of you. Er wird einen von euch auswählen. Er wird einen von euch auswählen. We will improve our lives. Wir werden unser Leben verbessern. Are you going to use it today? Wirst du es heute benutzen? Safer verwenden. Wirst du es heute benutzen? I will open a bottle of wine. Ich werde eine Flasche Wein öffnen. Ich. Today we will determine how big the sea is. Heute werden wir festlegen,
Wie groß? Der See ist. Heute werden wir festlegen, wie groß der See ist. I don't remember the seas, der See oder die See. Ah, das Meer. Okay. Das Meer. Das Meer ist the proper one. Wie groß das Meer ist. Wie groß ist das Meer? Wie groß? Ja. Is should be in the end. Shall make it possible. Sie wird es ermöglichen. I'll open a button file. Ich werde eine Flasche Wein öffnen. Okay. Let's continue. Ich werde dir ein Glas Wasser bringen. I will bring you a glass of wine. A glass of water. Sorry. A glass of water. I was thinking about something else. Er wird meine Wünsche erfüllen. Ich werde mitmachen. I will cooperate. I think mitmachen is doing something together. I will take part. Mitmachen. Participate, join in. Participate, contribute. Take part. Yeah, cooperate is a little bit different word, right? So contribute is the best one, participate also. Okay. Ich werde das Restaurant für dich übernehmen. We had that. Wir werden mehr leisten. We will achieve more. Accomplish more, yeah. Okay. Wir werden die Fotos ansehen. It was already there. Er wird mehr leisten. He will accomplish more. Ich werde für sie übernehmen. Ich werde für sie übernehmen. I will take over for you. Er wird nicht alle unsere Wünsche erfüllen. He will not fulfill all our wishes. Er wird es vermeiden. Er wird es vermeiden. He will prevent that. I'll take over for you. Ich werde für dich übernehmen. Über zum Lauten. With Umlaut. Über with Umlaut. Du wirst mich ansehen. Du wirst mich ansehen. I'm going to avoid it. Ich werde es vermeiden. I'm not going to avoid. Ich werde es nicht vermeiden. Ich werde es vermeiden. That was a tricky one. We'll grant the wishes. Wir werden die Wünsche. Grant. Schicken. I don't know. Erfüllen. Erfüllen is more to. It's not to grant wish, it's to fulfill the wish. So, but if it's correct, then I'm fine with that. Ich werde mitmachen. Ich werde mitmachen.
I will take part, or I will contribute. Wir werden mitmachen. Wird, ja, wird sie mir leisten. Ja. I'll take the hospital. Ich werde dich zum Krankenhaus. Ich werde dich zum Krankenhaus take you mitnehmen. Bringen, bringen, ja. Sure. Ich werde dich zum Krankenhaus bringen. I will not watch it. Ich werde es nicht ansehen. Ich werde dir ein Glas Wasser bringen. I will bring you a glass of water. I will bring you a glass of water. Ich werde mitmachen. I will contribute. Oh, it's contribute in the imperative. So it's not in the... I missed that. It's not in the... in infinitive. So it doesn't work. Participate is the correct one. Oh, right. Participate is... or take part. Ich werde es nicht... Ich werde mitmachen. I will participate. Or I will take part. Okay. Ich werde es deshalb entfernen. So... That's why I will remove it. That's why I will remove it. Ich werde den Computer entfernen. Ich werde den Computer entfernen. I will remove the computer. Er wird sie finden. He will find them or her. Nein, du wirst nicht arbeiten. Nein, du wirst nicht arbeiten. No, you're not going to work. Wir werden euch darüber informieren. We will inform you about it. Großvater und ich werden für den Baum sorgen. Großvater und ich werden über Baum sorgen. Über Baum? Über den Baum? There should be. Großvater und ich werden für den Baum sorgen. Für den Baum. Für den Baum sorgen. Grandfather and I will, will take care of the tree. Yeah, that's right. Ich werde mit ihm telefonieren. I will phone him. I will talk to him on the phone. Sie und ich werden in dem Hotel schlafen müssen. Sie und ich werden, once again. Sie und ich werden in dem Hotel schlafen müssen. In dem Hotel schlafen müssen. So, she and I will need to sleep in hotel. Or you and I are going to have to sleep at the hotel. At the hotel. Okay. At the hotel, but in dem hotel. Ich werde für dich sorgen.
I will take care of you. Or for you. Ich werde mit ihm telefonieren. Ich werde mit ihm telefonieren. Wir werden sparen müssen. We will need to spare money. Sparen. Save money, okay. Save money. We'll have to economize. Perfect word. I don't like this translation actually. Save up. Yeah, save up should be better. We'll have to save, yeah. Okay. Wir werden euch darüber informieren. Wir werden euch darüber informieren. I said I will phone. Ich sagte, ich werde telefonieren. Okay. Er wird sie finden. Er wird sie finden. You will find her. Hold her computer. Ich werde den Computer entfernen. Super. Ah, Computer with C. Okay. Okay. I'll have to participate. Du wirst. Oh. Forgot this word again. Mitmachen. It's here in my screen. Ich werde mitmachen. Du wirst. You have to. Wait. Du musst mitmachen werden, or should you do it the other way around? Du wirst mitmachen müssen. No. Mitmachen sollen. Du wirst mitmachen müssen. Why not sollen? Doesn't work here. Let's ask if this is a correct one. I think this should be correct, but I'm not sure. I think have to. Where's my question mark? I don't know. I think have to. Listen. Okay, I don't really understand this difference. So, sollen is should, right? Okay. And have to is actually müssen. Okay. My English is also not so good. No, you're not going to work. Nein. Du wirst nicht arbeiten. Well notified. Wir werden dich informieren. We'll find the hotel. Wir werden Hotel, das Hotel oder der Hotel, das, I think, das Hotel. Das Hotel finden. Großvater und ich
werden. Für den Baum sorgen. Ja. Sie werden mitmachen müssen. Start. And last Wir one. Werden mehr Bücher als erlesen. We will read more books. Books than. Yep. Than he will. Ich werde sie. Ich werde sie. I will. Bad Sagan doesn't. This is not correct work word. I think Anzeigen is correct. I will report you to the what? So Anzeigen is to report. To indicate, to display. And this is transitive. Okay, that's why. So if you want to say I will show you something, then it would be ich werde ihr zeigen or ihnen zeigen. Ihnen zeigen. Du wirst das Fenster kaputt machen. You will break the glass. The window. Wird nicht ja sagen. Sprechen doesn't work here. Wo werdet ihr spielen? Where will you play? Wir werden mehr Bücher als ihr lesen. Werden die Kinder draußen spielen? Will the children play outside? Wir werden ihn anzeigen. Wir werden ihn anzeigen. Das werde ich nie sagen. I will not. I will never say that. Say it. Or say that. Ich werde gewinnen. Ich werde gewinnen. I will win. Will the children play outside? Werden die Kinder draußen spielen? Werden die Kinder draußen spielen? Ich werde knapp gewinnen. Ich werde knapp gewinnen. I will win, but it will be really hard. I don't know how to say it better. Will barely win. I will barely win. Barely. Ich werde knapp gewinnen. Er wird Französisch lernen. Er wird Französisch lernen. Französisch? Sounds good. You'll learn French. I'll read the book. Ich werde das Buch. Ich werde das Buch lesen. Ein Buch. Ich werde ein Buch lesen. Was wirst du machen? Was wirst du machen? What will you do? Or what will you make? Er wird Französisch lernen. Ah, Französisch. So it's with C. Z and here you use S and S. Französisch lernen. Ich werde morgen lernen müssen. Werde morgen lernen. I will have to learn tomorrow.
I'll have to study tomorrow. What will you make? Was wirst du machen? I'm going to tell you everything. Ich werde dich alles erzählen. Ich werde dich alles erzählen. Ich werde dir alles erzählen. Ja, okay. Ich werde ein Buch lesen. I'm going to tell you. Ich werde dir alles erzählen. Okay. And we got the Future 5, which is great.